Halt, stopp! Schönen guten Tag! Grüße! Du siehst aus, als wärst du obdachlos! Das, die 500 Dollar, die ich von dem Penner gekriegt habe. Halt die Fresse, du hast das für 500 gekauft und hast mir gesagt, 250 für eine Taxifahrt kannst du nicht bezahlen? Ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Du hast mich beschissen auch noch. Ich habe doch gesagt. Und ich nehme dich gratis mit, du scheiß Penner. Hallo Gordon, hallo Lauren, hallo Toni. Hallo. Ryan. Ja. Die Uhrzeit. Wundert euch jetzt mehr, dass ich mir alle Namen mittlerweile merken kann oder dass ich um die Uhrzeit da bin? Du bist um 3 Uhr ins Bett gegangen. Wie viel Uhr haben wir? Also ein bisschen überrascht war ich schon, dass du dir Namen weißt. Ich bin wieder hier. Ich weiß wirklich nicht, was mich mehr überrascht. Ich finde beides gleichermaßen beunruhigend, um ehrlich zu sein. Ja, also von nichts kommt nichts, ne? Das ist so richtig. Ich habe die 100.000 gestern nicht mehr geschafft. Hast du Hunger? Ja, deswegen bin ich hier. Das ist jetzt sehr überraschend, kam unerwartet. Was und warum? Was zum... Ein wunderschön. Warum? Was hast du da an dein Auto geschraubt? Damit ich in der Masse mein Auto wiederfinde. Ah, weil alle haben dieselbe Scheiße, meins fällt auf. Das ergibt Sinn. Was kostet der Spoiler? Das ist doch geil. Irgendwie. Das Ray Kingsley. Ja. Ja. Der hat gestern Wohnraum bei mir gemietet. Sollte der die Vertragsbedingungen nicht verstanden haben, nur dass sie Bescheid wissen, kann er auf mich zukommen, kriegt er sein Geld zurückerstattet. Ne? Okay. Warum? Was hat er gemacht? Nee, was hat er gemeint? Er hat ganz normal ein Zimmer gemietet, aber ich bin mir nicht sicher, ob er verstanden hat, erstens, wie man in ein Zimmer reingeht und zweitens, dass er da Geld für bezahlt hat. Okay. Ich würde grob die Tür empfehlen, aber... Meistens, ja. Zuckerstück? Ja. Hast du mal einen Moment? Klaro. Zuckerstück. Hast du ihn nicht gerade, du hast ihn nicht ich wollte noch in ein Auto laden. Ich muss auch wirklich, meine Fresse, wo ist mein Auto? Lauren, wir müssen Gordon diesen Pullover holen. Es gibt einen Pullover hier, da steht hinten drauf, I will miss you, Daddy. Welches Auto gehört mir denn? Und deswegen habe ich die Pommes-Theke. Und deswegen fahre ich mit dem Pinken. Wenn es das mit dem Kennzeichen Rich ist, dann ist es das ganz hinten. Danke. Welches Kennzeichen? Ja, Rich. Okay. Also. Sieht man doch. Wo fängt man an, reich zu sein, oder? Er hat das Auto, was dreimal so teuer aus wie die anderen. Das ist bürgernah. Ah, okay. Kauft sich ein Sultan, der ist näher. Halt, stopp! Schönen guten Tag! Grüße! Du siehst aus, als wärst du obdachlos! Tatsächlich, ja. Ja, deswegen ist jetzt dein Glückstag und ich bin hier, um das zu ändern. Komm mal raus aus der Karre. Ich darf mich einmal ganz kurz vorstellen. Ryan B. Summer, ich gebe dir eine Karte Diamonds Casino. Guck mal hier. Zack. Und da kannst du wohnen. In einem top ausgestatteten Luxus-Apartment für nur 300 Dollar die Nacht. Hast du ein flauschiges Bett, 85 Zoll Flatscreen-Fernseher, einen riesengroßen Kleiderschrank, ein eigenes Badezimmer mit Whirlpool-Badewanne. Klingt gut. Ja, klingt nicht nur gut, klingt perfekt. Und 300 Dollar die Nacht klingt, als wenn das quasi gratis wäre. Weißt du, warum das so klingt? Ja. Weil das quasi gratis ist. Ja. Ja, warst du schon mal im Diamonds Casino? Ja, aber nicht so die guten Erfahrungen da gemacht. Ja, du sollst ja auch nicht zocken, du sollst ja auch ein geiles Zimmer haben, damit du ein Dach über dem Kopf hast, nicht auf der Straße unter einem Baum oder in deinem Auto schlafen musst. Ja. So, gut. Also, wie viele Tage mich zu mieten? So wie alle anderen 10, nehme ich an, lohnt sich auch. Ich muss dich mal eben schauen, was eine finanzielle Lage überhaupt sagt. Du kommst ja gerade vom Arbeiten, oder nicht? Hier wird er gut sein. Ich will gerade das erste Mal überhaupt arbeiten. Was machst du? Jetzt gerade versuche ich mal Zement, gucken, ob das was bringt. Ob da wenigstens ein paar Dollar hängen bleiben. 300 Dollar die Nacht. Ja, sind 10 Nächte, 3.000 Dollar, 1.000 Dollar Schlüsselkaution, die kriegst du aber wieder, wenn du auscheckst. Ja, ich habe nur 2,4.
Was für Firmenausgaben hast du noch? Ich habe gar keine Ausgaben, ich habe nur das Auto. Okay, das heißt, du machst mich fertig. Komm, ich will trotzdem nicht, dass du obdachlos bist. Warte mal, du hast 2,4. Das heißt, Schlüsselkaution sind 1.000 Dollar, die kriegst du aber wieder. Das heißt, du hast eigentlich nicht 2,4, du hast dann eigentlich 1,4. Genau. Gut, dann machen wir 4 Nächte und du verlängerst einfach, wenn es dir finanziell besser geht, damit wir dich nicht wieder auf die Straße setzen müssen. Ja. Gut, machen wir so. Also, 5.10. bis, was habe ich gesagt? 4 Nächte, 9.10. Richtig? Ja. So, 9. Dein Ausweis bräuchte ich einmal. Das kriegen wir hin. Und damit herzlich willkommen im Diamonds Casino. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. So, warte, Schlüssel kurz hin, sonst kommst du nicht in dein Zimmer rein. Alles in Ordnung? Natürlich. Warte! Nee, ja? Ist nicht alles in Ordnung. Was passiert? Hier, kommst mal her. Ja, warte. Kunde. So. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Wie sind Sie? Lea Silberstein. Warum machen Sie sich Gedanken, ob hier alles in Ordnung sein könnte? Nein, ja, weil zwei Autos mitten auf der Straße stehen. Okay. Und verstehe ich. Sie sind ein mitdenkender Mensch. Ich mag mitdenkende Menschen und ich mache mir auch Gedanken um Sie. Wo wohnen Sie gerade, Frau Silberstein? In der Hood der 18th Street. Ach, fick dich. Hoffentlich fährst du vor einen Kaktus. Charmant wie immer. Ey, warte mal. Gib dir 500 Dollar, wenn du Rickard die Haare rasierst. Das ist gut bei Ihnen. Naja, das kommt ganz drauf an. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ist alles gut bei Ihnen? Bei uns ist alles super. Und nee, glaube ich nicht. Warum denn nicht? Glaube ich sicher nicht. Kommen Sie mal zu mir, bitte. Ja, warten Sie. Ich pack einmal an der Seite. Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Ihnen alles super ist. Warum? Weil ich weiß, wo Sie schlafen. Weil ich genau weiß, was bei Ihnen abgeht. Weil ich weiß, wie Ihr Präsidium aussieht und ich kenne das Sofa. Und ich weiß von einem Kollegen von Ihnen, dass Sie in Ihren Spinden alle eine eigene Decke haben, weil Sie andere Kollegen haben, die abends nach dem Dienst gerne noch Kekse essen. Und wenn die dann beim Keksessen einschlafen, haben Sie Keksabber auf dem Sofa. So. Und dann legt sich der andere irgendwie pennen, legt sich in den Sabber des davor sich hinlegenden Polizisten rein, weil der es natürlich auch nicht sauber macht, ne? Weil dann muss der schnell in den Dienst, dann kommt gerade ein Einsatz. So, und dann hat der Sabber an seiner Kleidung. Eklig. Deswegen habe ich die Lösung für Sie. Wohnraum. Und nicht irgendeinen Wohnraum, sondern für Sie passenden Wohnraum. Wir vom Diamonds Casino vermieten ja nicht nur Wohnraum im Diamonds Casino, sondern wir haben zahlreiche ausgebaute Luxusbüros, die mehr Apartment als eigentlich ein Büro sind. 600 Dollar die Nacht können Sie eine komplette eigene Etage haben. Auch nicht mit irgendwelchen anderen zusammen oder so. Sondern es bestünde die Möglichkeit, sich auch Ihre Nachbarschaft selber auszusuchen in so einem derartigen Tower. Das heißt, Sie könnten auch mit Ihren Kollegen dort leben und müssen nicht mehr auf dem Sofa schlafen. Und jetzt seien Sie ganz ehrlich, ich hatte recht, als ich gesagt habe, dass ich Ihnen vielleicht mehr helfen kann, wie Sie mir gerade. Also das mit der Couch und der Decke ist ja schon wahr, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben so riesengroße Fahrzeuge jetzt, wo wir hinten so Feldbetten aufstellen können und auch uns da reinlegen können. Also ich kann Ihnen sagen, ich bin eher so minimalistisch gehalten, aber der Herr Schwarzberg wird bestimmt sowas nehmen. Bin ich dafür Geld? Vor allem haben Sie letzte Woche nicht genug Feldbetten gehabt? Wollen Sie nicht mal wieder ein ordentliches? Wir sind hier gerade im Gespräch, können Sie bitte nicht dazwischen schreien, Dankeschön. Wenn ich das Geld dafür hätte, dann würde ich da wahrscheinlich drüber nachdenken, aber geldmäßig ist das bei uns gerade auch nicht so gut, ne? Sag ich Ihnen, wie ist. Okay, Moment, ich kann Ihr Problem lösen. Ey, du, fahr mal zu schnell. Dann ist aber das Problem, das Geld kriegen wir nicht wir, sondern die Justizler. Ja. Der fährt jetzt wirklich... Obwohl, warte, das ist gar nicht so blöd. Jetzt kann ich ja doppelt, aber jetzt... Der jetzt fährt tatsächlich zu schnell. Das war jetzt gerade eben Anstiftung einer Straftat, ne? Das heißt, ich kann doppelt abkassieren. Ich kenne den nicht mal. Und ja gut, aber jetzt... Das ist sehr nett, dass Sie uns dabei ein bisschen helfen. Ja, wollen, ja Geld gut, verdienen. Aber ich meine, das ist ja für alle offensichtlich gewesen, dass das ein Spaß gewesen ist. Ne? Und dadurch, dass ich den Typ halt überhaupt gar nicht kenne, ist es ja da davon auszugehen, dass er gar nicht so schnell fährt. Weil als er hier los gewesen ist, hat er ja die maximal erlaubte Geschwindigkeit auch noch nicht überschritten. Ich meine, ich habe mir gestern Essen gekauft und habe einfach für zweimal Essen und zweimal Trinken 800 Dollar bezahlt. Was? Ja, weil man halt nirgendwo anders was bekommen hat. Wo hast du das gekauft? Am Casino. Von den Wasserhahns? Kann sein, keine Ahnung, weiß ich nicht, wer das war. So ein Typ mit einem blauen Hut? Weiß ich tatsächlich nicht mehr, war gestern Abend schon relativ spät.
Die verticken so. Für 800 Dollar? Ja, war irgendwie so um den Dreh. Ja, über 800. Also, ja. Ne, da ich muss mal halt los, ich weiß, wer jetzt ein Büro mietet. Tschüss! Ich sag Ihnen, wie es ist, wenn Sie die Wasser ansuchen, die sind sendlich aus am PD. Wir haben gerade keinen Unfall gebaut. Also wir hätten das jetzt nicht gesehen, natürlich. Ne? Sind vielleicht nicht geflogen oder so. Ja, Mindestflughöhe haben die auch nicht eingehalten. Dankeschön. Ja, angenehm, noch fahren Sie vorsichtig. Ich wusste for real nicht mal, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist ja nicht einfach was dahin gemappt oder so, sondern die haben ja überall ganze GTA-Sachen verändert. Und das müsst ihr mir jetzt sagen, also die, die es von vorher kennen. Ist der Wasserspiegel jetzt tatsächlich anders? Ja, oder? Das heißt, die haben 80% Wasser daraus genommen und... Also, das ist wild, ne? Ach stimmt, der Steg. LOL. Ich dachte, wir erpen das nur. Aber der Staudamm ist ja tatsächlich gebrochen. Ja. Hola. Du stehst hier wie bestellt und nicht abgeholt. Brauchst du Hilfe? No, ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ist gerade wenig los. Soll ich denn tippen? Also, ich hab... Ja. Arbeiten. Ja, ich habe kein Fahrzeug. Ich bin mit 250 Dollar wieder... Es war das Letzte, was ich auf dem Konto hatte. Du hast 250 Dollar. Ja, also ich habe jetzt durch viel Paketfahren... Steig ein, wo willst du hin? Muss zum... Also ich hole ganz kurz Geld und danach muss ich hoch zum Baumarkt. Wie viel Geld hast du jetzt geholt? So viel, dass ich mir gerade noch ein Schweißgerät kaufen kann, weil das restliche Geld ist. Was ich jetzt zusammengekratzt habe, dass ich mir jetzt ein Schweißgerät kaufen kann. Damit ich weiß nicht, ob du das nicht herstellen musst. Ja, das werde ich sehen, aber Pibi hat mir gesagt, du kannst ein Schweißgerät oben kaufen. Ja, dann guck mal, was hier ist. Ich könnte das Auto knacken. Ein mobiles Schweißgerät. Nur hoffen, dass die Cops gerade Besseres zu tun haben. Ja, dann lass irgendwo... Ist hier nicht einer? Ja. Na dann... 50-50, ich mach Schmiere. Wenn die kommen, lenke ich die ab. Jo. Mach dann einfach weiter, wenn die kommen, ne? Ja. Waren das gerade Cops? Ja, aber die fahren weiter, das ist mein... Guten Tag, brauchen Sie Taxi? Tag. Ich guck hier gerade, ich informiere mich gerade. Ja, hier, also nach dem Hurricane, da muss man auch mal gucken, wie die Automaten, wie es denen gerade geht, so, weil nicht, dass hier irgendwer hingeht und dann mit dem Wasser, dass die dann kaputt sind und jemand gegen einen Stromschlag, wenn er da hinfällt. Deswegen mache ich die mal auf, guck, ob die jetzt noch funktionieren, nachdem ja alles mit dem Wasser gespült worden ist. Nicht, dass, stell dir mal vor, da geht jemand hin, will Geld abheben und dann kriegt er einen Schock, weil da die ganze Elektronik am Arsch ist. Das wäre doch scheiße. Das ist eine noble Aufgabe, die sie sich da ausgesucht haben. Haben sie dann irgendwelche Nachweise, dass sie das auch dürfen? Ja, die Papiere sind leider mit dem Wasser halt auch weggeschwemmt, ne? Und jetzt sind da, weggeschwemmt worden. Ja, das sehen sie doch, überall im Staat ist doch nichts mehr vorhanden. Keiner hat mehr irgendwas so. Ist gerade ein bisschen scheiße. Du bist aber schon bewusst. Du bist so... Gottverdammt dumm. Einen Nachweis, damit eine Sachbeschädigung. Du bist der dümmste Penner, der irgendwo rumläuft. Wer hat dich hier hingefahren? Bin hergelaufen. Okay, und wer hat dich wirklich hier hingefahren? Die. Korrekt. So. Wie heißt die Bank hier im Staat? Weiß ich nicht. Mace Bank. Ja. Ja. Wem gehört die Mace Bank? Weiß ich nicht. Mir! Was soll ich das wissen? Hättest du dem jetzt erzählt, ich muss für die Mace Bank einen Automaten reparieren? Dann hätte der gefragt, haben Sie da Nachweise drüber? Hättest du gesagt, nee, aber ich habe den Chef der Mace Bank dabei. Dann hätte ich ihm einen Ausweis gezeigt und dann hättest du den Automaten repariert. Was erzählst du dem? Irgendeine Geschichte, die dir meine Großmutter nicht glauben würde. Sie haben ja auch nicht gesagt, dass sie in die Mace Bank gehört. Du hast ja auch nicht gefragt. War das nicht deine Aussage eben gerade, als du mir erzählt hast, dass du mir nicht erzählt hast, dass da ein verfickter Garagenwärter 900 Meter näher dran ist? Wie da, wo du mich mit deinem Kackmotorrad hingefahren hast. Sehen Sie, das wäre die perfekte Story gewesen. Ja, das wäre die perfekte Geschichte.
Ich hätte sogar einen Ausweis gehabt. So. Ja, ich bin. Ja, jetzt kommst du beim nächsten Mal mit der Story aber auch nicht weiter, weil A, bin ich nicht in der Nähe und B, kennt er die jetzt ja auch schon. Ich bin halt ein Penner, so wo soll ich wissen, dass sie hier dem Maceman gehört? Haben sie für das Schweißgerät bezahlt? Das, die $500, die ich von dem Penner gekriegt habe. Halt die Fresse, du hast das für 500 gekauft und hast mir gesagt, 250 für eine Taxifahrt kannst du nicht bezahlen? Ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Du hast mich beschissen auch noch. Ich hab doch gesagt. Und ich nehme dich gratis mit, du scheiß Penner. Ich sag doch, ich kann mir nur das leisten, weil ich das Geld eben gekriegt habe. Ich habe, das ist ja nicht mal mein Geld. Mir wurde das Geld gegeben, damit ich eben ein Schweißgerät kaufe. Ist das Schweißgerät bekommen. Grundsätzlich ein illegaler Gegenstand, Herr Hock? Grundsätzlich nicht, es sei denn, damit wird eine Straftat begangen. Okay, kann ich das als Bezahlung für die Fahrt haben? Ja. Darauf können wir uns so einigen, dann würde ich keine Anzeige schreiben. Moment, das heißt, Moment, wenn ich das nicht als Bezahlung für die Fahrt nehme, dann schreiben Sie eine Anzeige. Wenn Sie das möchten, kann ich auch gerne eine Anzeige schreiben und dann können Sie das von dem Herrn einklagen. Du Pisser hast versucht, mich zu scammen! Hallo? Das Geld ist doch nicht mal meins, das gehört doch Pibi. Und Pibi hat gesagt, ich soll mir davon ein Schweißgerät kaufen und dann Automaten knacken. Gib mir das Schweißgerät. Warte, das habe ich hier hingelegt. Klaust du jetzt die Bullenkarre, zieh ich dir die beschissenen Ohren lang. Ja, sieh zu, dass der wegkommt. Wie bist du denn jetzt so? Ja, wirklich. Also. Ihr seid das. Verpiss euch. Okay. Okay. Auto gesichert. Das ist sehr nett von Ihnen, danke. Kein Problem. Also, wirklich. So, kommen wir zurück zu meiner Bezahlung. Ja, Sie können das Schweißgerät, also... Ja, gib her. Geben Sie mir das Schweißgerät. Ja. Gut, damit sind deine Schulden beim Taxi beglichen. So, dann lösen wir die Situation mal aus. Wir haben schon die nächsten 26 Einsätze auf der Uhr. Ja, ich wünsche viel Spaß. Schönen Dankeschön, Abend. Dankeschön, Ihnen auch. Schönen Tag noch, passen Sie auf sich auf. So, wenn du wieder mitfahren willst, kostet aber 250. Ja. Ja, hast du Geld? Warte. Da drin ist ein ATM, wenn du den nicht kaputt gemacht hast. Können Sie mich zum... Du hast tatsächlich noch Geld? Ich habe das gerade da rausgeholt, wo er gesagt hat, mach zu. Und dann habe ich beim Zumachen habe ich $2,500 rausgeholt. Und dann kriegen sie jetzt dann noch die Hälfte. Warte mal, du hast 2,5 da rausgeholt? Ja. Wieso gibst du mir da nur 250? Ja, das ist jetzt für die Taxifahrt. Scheiß auf die Fahrt, ich will die 1,250, du Trottel. So. Und hier... Nimm dein Schweißgerät wieder. Dankeschön. So, Abfahrt, nächster. In der Zeit, wo Sie sie abgeleckt haben, wo wir geredet haben, habe ich halt kurz nochmal reingetan. Was das? Ja. Komm her. Hätte ich gewusst, dass ihr das seid, hätte ich euch die Karre klauen lassen. Ach du mal, ich hab da was für dich. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber kannst du behalten. Silizium. Ja. Was ist das denn her? Wenn du lang genug im Sand gräbst, findest du das. Weißt du, was du damit machen kannst? Noch nicht. Noch nicht, wir haben aber eine Vermutung. Okay, halt mich mal auf dem Laufenden. So, machen wir. Ich lasse den Penner weitere Automaten ausrauben. Ich hoffe, was haben die gefunden? Silizium. Aber dadurch, dass sie so lange abgelenkt haben, habe ich es noch geschafft, was rauszuholen. Ja. Hat am Ende doch noch funktioniert. So